Dire Team Ban. So, jetzt auch mal mit eingeschaltetem Mikrofon. Herzlich willkommen zurück in der Giant Dota League. Season 4 Division 5 Germany 1 zwischen Schönes Ding und The Galactic Warriors. Ohne Logo, weil da jemand zu früh geklickt hat. Way. So. Galactic Warriors fangen an zu trollen. Ricky und Sniper Ban lassen sich richtig schön gut sehen und zeigen mal, wie nette Menschen sie doch sind. Aber picken trotzdem mit der Ogre, anscheinend wollen sie trotzdem gewinnen. Okay. Mal schauen, ob SD das punished. Brewmaster und Lycan sind durchaus einige der bekannteren Helden von SD. Könnt mir durchaus Brewmaster Lycan oder Death Prophet Lycan hier vorstellen. Lycan First Pick ist halt auch so eine Sache. Keine Ahnung. Also, ja, müssen sie halt auf jeden Fall, sonst wird's gebannt. Eventuell sogar nicht, aber dann könnten sie Terrorblade spielen, aber es hat letztes Spiel auch nicht so gut geklappt. Picken und Lycan müssen sie wahrscheinlich für die Mitte jetzt entscheiden. Aber gehen mit dem Jakiro erstmal. Sicher Pick wollen hier nicht, dass Jakiro nochmal in die Hände von Fru gerät, von Chakalak, der noch eine gute Icepath getroffen hat und ziemlich wichtig fürs Team war. Ja, aber Skywrith Mage mal wieder. Auch ein bisschen abgefallen. Ogre Sky. Zu Beginn des Meters zurück. Ja. Mal gespannt, wie gut der wirklich wird. Denn Lycan ist ein sehr schneller Hero. Und zumindest gegen ihn ist Skywrith Mage relativ nutzlos. Patch und Meepo Bands, weiterhin nette Menschen. Und ein Mono Viper weg. Immerhin. Dann schauen wir jetzt, ob sie sich für Brew oder Death Prophet entscheiden können. Einfach ein schönes, zickes Lineup picken. Und so ein Verhalten. Hoffentlich punishen. Ja. Muss nicht sein. Aber wie ihr schon im Spiel prinzipiell gesehen habt. Eben letztes Spiel. Scheinen die Damen und Herren von The Galactic Warriors ganz, ganz nette Menschen zu sein. Oder ist es strategisch für Emotions und so? Venomancer. Aha. Ja gut, okay, all in push, klar. Weiß nicht, ob man das noch ein bisschen hätte kaschieren können. Außerdem, warum keine Death Prophet dabei ist, frage ich mich. Aber anscheinend soll es ein Push ohne Death Prophet sein. Tja, mal schauen, vielleicht ein Earthshaker Core hier? Irgendwas? Nein. Mal gespannt, was sie hier machen würden. Silencer wird das tatsächlich. Ja, nicht sicher, ob das hier so gegen so einen Pushliner funktioniert. Aber werden wir sehen. Kron hat noch ein bisschen Anti-Push, bisher haben sie gar nichts. Denn SD geht hier halt all in Push, ganz klar. Schauen, ob es ein Support-Venomancer wird oder den Venomancer ist. Ist interessant, auch die Death Prophet oder Brewmaster halt komplett am letzten, komplett zuletzt zu picken. Ob die dann nicht gebannt wird, weiß ich nicht. Aber sowohl Brew als auch Death Prophet ist noch drin. Was ich jetzt eigentlich als die sinnvollsten mit Heroes halten würde. Ansonsten hätten wir einen Witch Doctor für den Heal. Wir hätten einen Kottl für Mana und Sustain. Wir hätten sonstige Push-Helden noch. Support-Nager, naja. Nee. Aber halt da noch viele Möglichkeiten für SD. Auch ein Support-Pugner wäre hier halt durchaus noch drin. Oder einen Core-Pugner in der Mitte. Daher rechne ich mal mit einem Pugner, Brewmaster oder einer Death Prophet in der Mitte. Das wären so meine Überlegungen. Dann sind hier doch ein bisschen viel Zeit. Vielleicht überlegen sie sich das Ganze nochmal. Und bisher haben sie nur einen Ogre irgendwie, der da noch mithalten kann. Und erstmal ein Husker. Okay. Husker gegen massiv Plague Wards, Treants und Wölfe und Units. Das heißt, ohne Magical Damage. Sehe ich nicht ganz, wie das funktionieren kann. Aber mal gespannt, ob das funktionieren kann. Necro könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass wir sollten vielleicht SD den Necro bannen.
der immer noch ganz gut funktionieren könnte. Solo-Lane kriegt, Mitte gehen. Ja, Necro oder Razor wahrscheinlich. Mal schauen, was sie sich überlegen. Das letzte Band von den Galactic Worldies. Sollte hier noch ein X kommen oder. Oder ein Tinker wahrscheinlich. Ja, oder ein Juggernaut. Ein Draw Ranger könnte noch kommen. Also, Draw oder Tinker würde ich sagen. Weil natürlich auch Tinker hier für SD gar nicht mehr so schlecht wäre. Aber Eldar hat natürlich auch ein guter Konter dagegen. Wobei ich halt eher denke, dass Huskar Necro ziemlich gut ist. Pugner wird hier gebannt. Von daher Death Prophet oder Brewmaster. Mal schauen, was sie hier spielen wollen. Ob sie hier doch noch jemanden holen, der Damage auf Tower macht. Oder ob sie sich damit zufrieden geben. Und halt irgendwie was Supportigeres. Also, Quatsch. Oder halt, ob sie den Brewmaster picken für den Teamfight und einfach reinzugehen. Brewmaster geht halt einfach mitten rein und der Rest des Teams zerstört den Tower. Oder ob sie eine Death Prophet machen, die im Prinzip das Ähnliche macht, nur noch ein bisschen mehr Damage auf Tower macht. Dafür halt weniger Control. Wobei es die jetzt doch einiges an Control aufbieten können. Mit Shakiro, Veno und Nature's Prophet hat man so ein bisschen Zoning schon noch drin. Auch wenn es nur das Sprout ist. Doch ziemlich viele Überlegungen. Und es kommt tatsächlich ein Dazzle, also ein Core Venomancer in der Mitte. Und den Dazzle noch dazu. Kann ich ziemlich gut nachvollziehen. Ist auch ein ziemlich starker Pick. Denn Venomancer kriegt da ein bisschen mehr Farm und kann halt auch schon solo seinen Tower pushen. Während sie damit jetzt halt mit Shakiro, Dazzle, Lycan doch mehr Möglichkeit haben, hier auch den anderen Tower zu pushen. Auf dem T1. Ja, Nature's Prophet wird er sehen. Ogre Sky. Und Silencer auf der Lane. Ja, nee, danke. Das könnte relativ böse werden. Mal schauen, ob der Necro kommt. Oder ob sie hier was anderes im Kopf haben. Ein Tinker in der Mitte vielleicht? Nein. Acro Try könnte durchaus hier vorkommen. Würde ich sogar empfehlen. Andererseits, ja gut, Prophet gegen Huskar sollte noch relativ okay sein. Ja, werden wir sehen. Es ist ein Draw am Ende. Wow. Ich dachte, die wollten sie bannen. Aber okay. Eine Draw Ranger. Venomancer, Lycan. Es ist ein interessantes Lineup. Das müssen hier Galactic Worldies auf jeden Fall rein durch Skill gewinnen. Denn ja, vom Draft her ist es nichts. Die ist sich nicht sicher, wie sie es lane wollen. Haben hier noch ein bisschen Wartezeit. Tja. Aggro dodgen oder Aggro nicht dodgen? Das ist die Frage. So. Na dann, schauen wir uns mal an. Auf der Radiant-Seite haben wir The Galactic Worldies. Chuckalack auf dem Support zusammen mit Vru. Die beiden Supports.
Und wie ist der Captain war letztens in der Akro-Trail unterwegs. Silencer geht jetzt schon mal auf die Top-Lane, von daher sieht es nach einer Akro-Trail aus. Und dann Unbroken auf der Draw-Range auf der Solo-Lane gegen den Nage. Gegen. Auf der Solo-Lane. Panda in der Mitte auf dem Husker und SD macht's richtig und dodgt. Sinnvolle Angelegenheit. Aber gut. SD geht so mit Wurps Teezy auf die Solo-Lane. Prinzipiell Offlane jetzt hier. Skatefish in der Mitte auf dem Venomancer und zugesetzt. Ronny und Les Paul wieder auf den Support rollen, zusammen mit Akul auf dem Lycan. Und jetzt hier ein Ward setzen. Auf der anderen Seite. Schauen wir, wie es hier ist. Die Treants sind unterwegs zum Scouten. Coole Treants, muss ich sagen. Ups, Teezy mit seinem Set hier. Was ist das für Treants? Children of Veronixia. Father of the Forest Set, na gut. Finden hier die Akro-Lane, von daher freut sich jetzt, dass sie es richtig gemacht haben. Worauf sie jetzt warten, weiß ich allerdings noch nicht. Außer, dass die Rune vor ihnen wegspawnt und gerade jetzt vom Offlaner weggenommen wird. Aber gut. Mal schauen, ob die Ward geplaced wird. Anscheinend nicht. Ah, wird hier geplaced. Ist okay. Vielleicht hätte man das gegen eine Akro-Lane noch ein bisschen. Sogar noch ein bisschen aggressiver setzen können. Aber erstmal Lags von Panda und eine kleine Pause für die Wallys. Oder ein Fawn. Na gut. Genau, erstmal ein Meeting abhalten. Erst ein 2-minütiges Telefonmeeting machen, um zu gucken, hier, okay, wo stehen die Wards? Wäre auch ziemlich übel. Aber ja, naja, ansonsten, Lanes von SD sehen jetzt wesentlich besser aus als vorher. Ich bin halt mal auch gespannt, ob dieser Push halt wirklich ins Rollen kommt. Also hier unten, Draw-Ranger sollte 0 bekommen, aber halt auch. Elective Wallys sollten halt relativ schnell einfach rotieren. Die Frage ist halt, ob SD dann halt wieder rotieren, ob sie das Rotationsspiel spielen oder ob sie dann halt irgendwann doch bleiben. Ich glaube, sie sollten das Rotationsspiel spielen. Naja, einfach weil sie einen Vorteil noch haben. Müssen wir auf jeden Fall, wenn hier SD ein bisschen vorher kommt mit den Supports, dann könnte es hier durchaus auch relativ gut laufen für die Lane. Denn sowohl Jakiro als auch Dazzle sind level-dependent und brauchen ziemlich viel. Auch die Wölfe von Lycan werden wesentlich stärker. In der Mitte, das Lineup Venomancer gegen Husker ist okay. Husker hat sein Space. Venomancer kann mit seinen Wards farmen von relativ safe Distance. Aber hat auch ziemlich viel Harassment raushauen. Kriegt aber hier allerdings gar nichts. Na gut, die Draw wird jetzt direkt angegangen, natürlich, auf Level 1, aber niemand ist halt da. Wenn Dazzle vorne gelaufen wäre, schön mit dem Slow, dann hätten sie da definitiv einen Kill bekommen, aber so ist es natürlich optimistisch, um es so zu nennen, wenn nicht, naja, komisch executed. Obsidian auf der Lane hat noch kein Ward gestellt. Oh ja, Draw Ranger hat noch keinen Punkt in Erfahrung. Gut gemacht von SD, mal schauen, ob die Supports denn hier bald. Rotieren, erste Support Scroll ist gekauft. Erste Teleport Scrolls. Skywraith Mage wird wahrscheinlich demnächst auch da kommen. Die erste Erfahrung ist jetzt da. Und die Supports doch sehr aggressiv vorne. Um direkt die Leute rauszuhalten. Aber immerhin, Lycan hat schon ein bisschen Farm. Was wichtig ist. Weil er sonst auf einer Aggressive Trail halt gar nichts bekommen würde. Gegen so viel. Prinzipiell Fernkampf-Damage von der Draw, aber Jakiro, wichtiger Faktor da mit dem Liquid Fire, den Attack Speed sehr weit runter zu halten. Ah, und Wupsteezy kriegt hier sehr, sehr wenig auf seiner Lane, muss man schon sagen. Es scheint so, als ob der TGW jetzt hier Duel-Lane spielen wollen, weil wir gesehen haben, dass Draw Ranger hier ein bisschen was bekommen kann auf der Lane, mit einem Support, mit dem Ogre.
Besonders jetzt, wenn einfach die Supports von SD weggegangen sind. Könnte hier sogar das First Blood auf einen von Akko kommen. Das, ja gut, Grave kommt, um nicht zu sagen, wesentlich zu früh. Ah, finde ich den falschen. Muss den nächsten holen, aber wird wohl das First Blood geben. SD wesentlich komplett out of position und haben die Trailing hier komplett aufgegangen. Ich weiß nicht, was sie dachten, was passieren wird. Und jetzt gehen sie sogar noch zurück. Sie haben noch hier eine Draw Range, die einfach tot ist. Krasse Missplays kommen hier raus von SD. Ich dachte, sie wüssten, wie sie diese Lane spielen können. Okay. Aber ja. Für Galactic Voidies scheinen sich die Lanes, die katastrophal erstmal aussehen, doch gut zu spielen. Aber klar, wenn man ein First Blood auf den Liken so gefeedet bekommt, dann freut man sich natürlich über alles. Top Lane. Haben wir hier einen Nature's Prophet, der mit seinen Trains versucht zu farmen. Ist aber auch schon Level 3, relativ gut. Last Sits werden aber erstmal nicht so gut aussehen. SD guckt, dass sie hier einfach die Tower reinpushen. Dagegen hat natürlich Joe nicht so viel zu sagen. Allerdings jetzt ist halt sehr auf Joe rein, aber die Supports wollen damit eigentlich nichts zu tun haben. Und ja, lassen hier Akku komplett alleine sterben. Das ist so krass, was tun diese Menschen dort? Also, krasse Scheiße. Dass sie hier einfach so wegfeeden alles. Interessant. Aber schöner Bodyblock hier auch, um auf jeden Fall Akku hier am Leben zu halten. Und also geht's aber nicht so gut und geht hier von der Draw. Wird hier von der Draw umgebracht. Mal gespannt. Dieser Bodyblock und natürlich das Grave ist ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schöne Place von SD. Aber ansonsten bisher nur Fehler auf dieser Bottomlane. Auf sie schlägt sich hier den Umständen entsprechend, würde ich mal so sagen. Ist gut dabei, wenn auch die restlichen beiden Helden Level 3 sind und er selbst halt auch. Weil diese Solo-Experience war nicht so wirklich vorne. Akul, wie immer, sehr, sehr greedy, aber finde ich hier eine Region-Rune. Hätte er natürlich nicht viel besser laufen können. Und muss hier nicht mehr weiter greedy spielen. Obwohl greedy, beide Midlaner sehr low hier. Sowohl Husker Bottles jetzt auch als auch Skatefish. Keine Wards, die hier aufgestellt werden. Und das, ja, wird jetzt hier eingegangen, wird wahrscheinlich down gehen. Ja. Die hätten sich hier gegenseitig. War im Prinzip irgendwie auch klar. Aber naja, war prinzipiell halt auf jeden Fall ein Fehler von Skatefish, hier keine Wards aufzustellen. Weil dann hätte er hier oben den Husker schon früher gesehen. Hätten wahrscheinlich sogar schon länger kiten können. Hätte vielleicht sogar einen Kill bekommen, auf jeden Fall wäre er nicht selber gestorben. Besonders halt, weil er die Bottle hatte, volles Mana hatte und somit hat eigentlich einen Ward auch so stellen müsste. Mit Level 3 Wards ist eigentlich, sind die so tanky, dass man die nicht inbehalten muss. Ja, und diese Lane hier unten fällt halt komplett auseinander. Dadurch, dass sie die Draw jetzt so weit gefeedet haben, dass sie halt einfach nur harassen können. Akku macht es halt richtig, läuft halt einfach drauf, aber die Supports sind einfach nicht dabei. Und Akku muss halt frustriert zurücklaufen und damit verlieren sie die komplette Lane. Weil halt einfach die Supports nicht da sind. Ja, wie gewinnt man diese Lane? Man läuft auf Draw Ranger und tötet sie. Das ist nicht schwieriger als das. Dafür braucht man einen Punkt in Poison Touch, den es jetzt noch nicht gibt. Und dann ist die Lane halt gewonnen. Aber na gut. Diven jetzt schon wieder sehr, sehr tief. Ist halt genau das, was sie tun müssen. Aber es ist halt einfach niemand da. Akul ist halt der Einzige, der hier quasi pusht und die Draw raushält, aber die Supports sind halt richtig weit hinterher, keinerlei Control davon. Auch hier kein Punkt in, also vielleicht wäre es hier sogar ein 1-1-Bild, 1-1-1-Bild besser gewesen. Einfach weil sie hier unbedingt einen Slow brauchen und Control brauchen. Und besonders die Draw ist halt Futter, wenn hier ein Punkt in Dual Breath ist, wenn hier ein Punkt in Poison Touch ist, ist die Draw halt einfach down. Aber naja, es scheint, als ob sie den Tower so bekommen, dass sie jetzt anfangen, richtig zu spielen. Wieder ein Go auf Skatefish, der hier einfach mal turnt. Und wieder sich Spiegel sich umbringt. Aber Husker kriegt ja die Kills. Von daher lohnt es sich ja doch für Husker. Hat jetzt noch keinen. Scarith Mage kommt hier rein, TP'd. Und schon wieder kriegen sie den Lycan, weil die Supports auf der anderen Seite der Map sind, okay. Ah, oh, Mann. Die Lane läuft halt so gut, wenn sie richtig spielen, aber bisher haben sie halt irgendwie 20 Sekunden lang richtig gespielt. Und halt auch die Skilling lief nicht so gut. Und jetzt mit der Tri-Lane haben sie halt auch irgendwie keine Chance mehr, irgendwie auf der Lane zurückzukommen.
Weil mit dem Scareth Mate haben sie genug Harris. Ranizzle kann hier unten als Offlanger Q noch einiges machen. Hat hier den Sustain, kann hier bleiben. Von daher sollten sie halt jetzt definitiv swappen. Und ja, wir haben Akul auf der Toplane, der komplett ohne Support mal wieder dort ist und ja, und ein bisschen zu spät kommt. Akul stirbt hier wohl alleine. Na ne, Lycan zieht sich rechtzeitig zurück. Schön gemacht und dann kriegen sie den Kill auf den Silencer. Wichtig gemacht und doch gut gespielt, obwohl es hier einige Miscommunication gab, dass ich das ja hier schon fast fertig war. Akul dann Go gemacht hat und dann gesehen habe, okay, sie hat abgebrochen. Warum auch immer, aber jetzt muss er zurücklaufen. Hatte noch sehr, sehr knapp, dann ist hier weggekommen. Vladimir ist für Akul, aber muss hier auf jeden Fall aufpassen, dass er nicht einfach so vom Skywrath, der hier rein tippt, umgebracht wird. Was soll denn das? Also Akul ist die Greedigkeit in Person. Ach du meine Güte. Misplace und Misplace und Misplace. 6 zu 3. Das ist alles so einfach, was die Galactic Voidies machen. Wie war das gestern bei Cloud9 gegen EG? Prinzipiell wurden, sieht man gute Teams, dass sie das Gewinnen so einfach erscheinen lassen gegen doch so schwierige Gegner. Das ist hier gerade ähnlich, nur halt hauptsächlich, weil SD nur Throat gerade. Zwei gute Plays hatten sie. Fruit City mit der Invis, vielleicht wollen sie da den nächsten Go machen, aber Drove ist natürlich da. Jetzt kommt der TP rein. Oh, wunderschöner Silence. Und jetzt können sie das richtig gut turnen. Der Silence ist jetzt vorbei, jetzt sollte Nature's Perfect reinkommen, aber viel zu weit hinten, von daher gehen sie alle schon down. Kann hier tatsächlich eventuell noch die Draw retten, wenn sie das richtig machen. Und schön kiten. Ja, genau. Müssen halt jetzt aber auch einfach nur alle reingehen. Also klar, nicht Magic Hero, aber naja. Schön, aber auf jeden Fall schön geturnt. Muss man sagen. Kein Throw von SC. An der Toplane sieht das allerdings anders aus. Oh, ein schöner Mystic Flare. Kommt Akku nicht mehr weg. Ist halt komplett alleine gegen zwei Fernkämpfer auf der Lane. Aber die Wölfe können hier eventuell, ja. Und auch mit dem Prophet Ulti auf jeden Fall einiges zu tun. Ah, kein Teleport da, sonst wäre hier definitiv noch die Möglichkeit gewesen, vor den Scarif Mage zu porten. Aber ich glaube auch kein Mana. Ah, doch, Mana wäre vorhanden gewesen. So, hier ist jetzt Flu gefunden. Und ein Dazzle Heal killt den auch 7 zu 5 immerhin, ein paar Kills. Ups, diese wird hier gefunden, aber Drow kann halt einfach rausdipieren, weil niemand miteinander redet. Und wenn Wupsdeezy einfach hier so ein Wraparound macht, um die Drow zu finden, ist halt auch keinerlei Support dort. Überhaupt in Range. Neben dem Tower. Um hier vielleicht einen Icepath zu setzen oder so. Weitere Throws von SD und einfache Kills. Ja, aber es ist ja kein neutraler Cast hier, es ist ja ein. Ich gucke SD beim Spielen zu, ne? Schöne Wall. Oh, schöne Wall. Oh ja. Disclaimer natürlich, keinerlei Aussagen über mein eigenes Spielverhalten. Ich spiele noch viel schlechter. Trotzdem kann ich kritisieren. So, Akul ist ein weiteres Mal tot. Mal schauen, ob es TP-Reacts gibt. Dazzle hat ein TP. Und Venomancer hat kein TP. Nichts Prophet ist vorhanden. Fru kommt hier von hinten. Ghost kommt rein. Keinerlei TPs kommen rein. Und Akul stirbt einfach so. Well played, SD. Und ja. Sie entschließen sich dann doch noch dazu, einfach mal reinzugehen, nachdem Akul tot ist. Weil es ist ja viel besser, Return-Kills zu nehmen, anstatt halt irgendwie Kills zu verhindern. So. Und hier kann einfach raustippiert werden. Nein, kein TP da. Na gut, das ist dann okay. Oh, und kriegen sogar noch den Dazzle. Einfach weil. Ja. Schön für den Les Paul hier, dass er da irgendwie rangeht, aber halt musst du zu weit vor. Weil, naja, keine Ahnung, die Tanking-Supports wie Jakiro, mit vollen Leben, die wollten halt da nicht ran. Müsste man sich vielleicht ein bisschen besser absprechen, wer dann halt irgendwie die Kills holt. Oder halt auch einfach mal zu gucken, okay, Silencer hat kein TP. Wir müssen das halt nicht unbedingt so machen, dass unsere Supports dabei sterben, sondern sicher. Naja, Glyphe wird genutzt. Hold ist da, aber der Tower ist down. So, die Peace kommen rein. Aber Icepath ist auch da. Aber trotzdem kein Go. Akul ist viel zu weit drin und wird hier geburstet. Und auf sie versucht da rauszukommen. Oder, ja, den Go auf den Skyrath Mage zu machen. Und dabei zu sterben. Okay.
Schöner Feed von SD. Waren sie zu dritt? Ja. Waren vielleicht ein bisschen weit vorne. Weil sie, wenn die Masterpiece kommen, hätten sie vielleicht B sehen sollen und den Tower fallen lassen. Andererseits, was war das jetzt hier? 1000 XP? Ja gut, okay. 600 Gold, ja. Ja doch. Mit den 600 Gold hat sich tatsächlich sogar nicht mehr unbedingt gelohnt. Für TGWs. Panda, es holt sich hier einen Dazzle. Mal schauen, ob er aufpasst. Nein. Dazzle ist leider mit seinen Gedanken vollkommen woanders. Les Paul denkt nicht nach. Na gut. Tim. Ist aber auch sehr, sehr selten zu sehen. Dieses, niemand passt auf. Ronny kann sich nicht ganz entscheiden, was er da tut. Oscar holt hier einfach den Venomancer. Hat jetzt halt auch die Armor. Und dass sie da zu zweit nicht so viel machen können. 13 zu 7 ist es auf, kein Tower gepusht. 13 Minuten. Ja, würde sagen, SD hat ungefähr noch 7 Minuten. Dann ist es GG. Mal schauen, was so passieren wird. Necro für nächstes Profit. Chlor. Finden hier den Scareth Mage, aber der Scareth Mage findet hier eher den Profit. Und ja, das ist natürlich so ein Problem mit dem Sprout. Schön gemacht. Aber natürlich ist es nicht das Profit, hat relativ weites Futter. Schöne Gale. Landet wieder und das sollte ein toter Husker sein. Ja. Physical Damage ist dann doch noch vorhanden. Husker, 50 Sekunden auch in the Silence, ist halt extrem gefeedeter Husker. Von daher hat er so viel. Networth ist sehr, sehr weit in favor of the Voldies. Und das bei allen Towers hinten. Jetzt knapp drei Towers vorne und sind halt immer noch im Networth hinten. Dazzle Ulti ist jetzt drin. Sehr schön. Voldies kommen zum Deffen, eins nach dem anderen. Da könnte man fighten, aber wie die aufgescheuchten Hühner, sich nicht sicher, was sie tun sollen. Ein Sprout könnte halt hier eingesetzt werden. Vielleicht ein bisschen spät, aber na gut. Wir machen keinen Mana hier für die Gale, das ist bitter. Kein Mana für Poison Nova. Die Drone müssen sie auf jeden Fall bekommen. Das ist wichtig. Bodyblocks sind hier von den Wölfen da. Mist, vielleicht kommt rein. Ah, es geht, vielleicht kommt fast nicht raus. Aber schön. Schön gefightet. Klar war das. War halt ein Fehler von den Valdis. Schön hier Husker fokussen. Oh, wo ist der Dazzle Heal? Nein, wo ist der Dazzle Heal? Oh, das hätte mindestens 700 Physical Damage gemacht. Das wäre ein Insta-Kill gewesen. Okay, mit Level 2 nicht. Poison Touch gemaxt, okay. Aber. Aber das bringt doch gar nichts. Na gut. So, jetzt kommt das nächste TP rein, aber diesmal sind SD da nicht ready zum Fighten. Batz. Und auch Ronny geht down. Hier unten haben wir Necro gegen einen Double Damage Silence. Ach du Scheiße. Der auch noch einen Force Staff hat, von daher relativ easy da rankommt. Batz. Auch noch den letzten Kill holt. Bisschen overextended von SD. Aber halt auch teilweise die Dinge nicht richtig gepunished. Waren ein paar Fehler da. Aber ja. Poison Touch ist natürlich ein bisschen mehr Damage, aber das Problem ist, ja, die komplette, also Dazzle wird gepickt wegen dem, mit dem Shadow Weave, Shadow Wave und dem Weave. Und das muss halt einfach auf Level 4 sein. Gibt's leider nichts, was man da dafür sagen könnte, das zu maxen. Ja, ansonsten. Ob es diese gibt's nichts auszusetzen, ist halt so. Nächstes Prophet da raus, Vladimir ist da, Necro wird demnächst bei Lycan gebaut. Versucht jetzt hier einen Solo-Kill auf den Silencer. Sollte auch passen eigentlich, aber Forstef? Ne, kann ewig diven. Ja. Und schöner Solo-Kill. Akul weiß definitiv, was er mit dem Lycan machen kann und was nicht. So, nächster Go wird jetzt hier auf die Draw gemacht. Mal schauen, sie sind da doch nur zu dritt. Seit das ist natürlich doof. Aber da geht jetzt auch hier mal das Telefon an. Aber immerhin, die Draw haben sie down bekommen. Ja, Ice Path ist auch schon geklickt. Es sei denn, es jetzt hier oder hier hin. Dann sollte das auch ein Kill sein. Somit 17 zu 12. Und ja, sehr wichtige Kills, hat auch der Solo-Kill hier. Radiance hat immer noch weit vorne. Und dass sie T2 verloren haben.
sind halt 4 Tower hinten und sind trotzdem noch 2000 Gold vorne. So. Schauen wir uns mal zu, wie die Draw Ranger stirbt. Draw Ranger geht bisher auf Yasha, okay. Greedy, aber usual. Wahrscheinlich wird Blink hier besser. Einfach weil SD halt auch nichts haben, um halt irgendwie an eine Blink Draw Ranger ranzukommen. So. Naja. Dann schauen wir mal Reset. Bisschen weiter gepusht, aber an sich weiß es nicht. Was hat denn SD gegen Five Man Group? Glaube mal nichts. Ogre Major findet hier in der Loops. Ist da an eine Stelle gekommen, wo er nicht hingehen sollte. Wollte warden, aber hat immerhin fast sein Foster fertig. Was um einiges ist, besonders gegen Mystic Flare Sachen. Jetzt kommt der Push auf die Bottom Lane. Aber Electric Wardies sind da zum Deffen. Die Streens sind bisher nicht am Scouten. Gehen jetzt hier nach oben, aber dafür kann nichts hinter dem Tower. Sonst hätten sie vielleicht gesehen, dass hier Rotations kommen. Huska ist da. Aber es wird rechtzeitig gesehen und SD geht zurück. Jakiro ist noch Invis da. Und aber das Problem ist Slow auf Venomancer. Es wird schwierig. Aber der Gale reicht aus, damit der Huska nicht ranspringen kann. Wunderschön getan. Und eventuell können sie jetzt hier turnen. Sind jetzt zu dritt. Na gut, gegen vier. Keine gute Idee. Nature's Buffer ist halt auch schnell raus. Ja, die Frage ist ein bisschen Battle of the Top Lane. Lycan kriegt jetzt in Space. Das ist also das Hauptding. Die Frage ist halt, wie lange noch und was passiert, wenn die Waldies den Lycan mal killen wollen. Und das geht relativ einfach. Radiance Courier Kill habe ich auch verpasst. Auch doof. Auch einiges drin. Ich glaube, Yasha war da drin. Der Rest war halt erst später drin. Oder irgendwie so. Auf jeden Fall voll war es, glaube ich, nicht. Aber weiterer Push auf die Bottom Lane von SD. So, Steezy ist jetzt noch ein bisschen im Wald. Klar, bis zum Tower kann er noch erstmal den Wald mit benutzen. Und dann kann reintippiert werden. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier was tun. Brauchen sehr, sehr lange, um irgendwie diese Creep Waves zu clearen. War noch schon irgendwie. Das letzte Mal, wo ich hier runtergeguckt habe, war sie noch unten. Aber ja. Creep Waves sind jetzt weg. Und SD schicken sich hier an, einen Full-on-Push auf diesen Tower zu machen. Und tatsächlich kommen TPs hier rein. Rotations kommen auch rein. Draws hier rein, aber kein Blink. Das ist halt bitter. Wir müssen halt einfach komplett durchgehen und die Draw rausharrissen. Tower ist down. Allerdings kommen hier unten die Rotations und jetzt können SD die komplett abschließen und hier die Rotations holen. Huska muss um sein Leben laufen. Das Problem halt ist da, dass SD natürlich keinerlei Chase-Potenzial hat. Und Rizzle hat hier fast den Force-Staff. Das ist halt schon mal immerhin etwas, aber Chasen ist nicht. Daher wird es jetzt wahrscheinlich auf der Top-Lane ähnlich verlaufen. Oder halt Rohstein genommen. Aber der Ogre ist von. Sollte von Dire sein. Wer hat hier einen Helm of the Dominator? Nicht Huska oder Draw, ja. Ein Huska hat hier einen Ogre drin. Wird erstmal gecleant. Und dann wird wahrscheinlich die Top-Lane erstmal gemacht. So, Mecha auf Ogre fast fertig. Ogre auf Mega. Mecha, okay. Global Silence ist da, aber zu spät. Wait, Global Silence benutzt, um einen TP zu canceln? What? Ah, vielleicht nicht. So. Aber jetzt ja, Top Lane wird gemacht. Finden hier einen Huska. Oh, und wunderschöner. Aber nicht ganz rechtzeitig sogar doch das Dings gemacht. Und Nizzle wird natürlich hier direkt gegoat. Vorläufiges Grave. TP't auch raus. Allerdings wird der Rest low. Und das hat alles auch teilweise nur, weil Ronny sich nicht umdreht. Auch dieser Huska holt hier alles auseinander, weil einfach jeder wegläuft. Dass sie nicht einfach fighten können. Jetzt Akku kommt hier hin und sagt jetzt hier, wir goen das mal, aber kommt zu spät. Oh, was für Fehler von SD und sogar ein Roshan für die Galactic Wardies. Das geht ja, das ist ja katastrophal hierfür. Huska Hashtag Space Created. Oh Mann. Dass Ronny sich da nicht umgedreht hat und vielleicht einfach Liquid Fire gemacht hätte.
Hätte wahrscheinlich mit seinem Leben das besser anfangen können, besonders weil nicht das Profit jetzt auch noch down gegangen ist. Eieieiei. Große Probleme hier. Hätte sich, glaube ich, auch nur einfach um den Huskar rumgroupen sollen und halt mit der Weave den Kill machen sollen. Die hat immer noch. Klar ist nur ein Level hochgekommen, aber es hat immer nur noch Level 3. Oh, ja. Es sind halt Physical Damage und zwar 6 mal 120. Das ist halt gegen Husker gerade die größte Damage Source, die sie haben, aber die benutzen sie nicht. Tja. Bitter für SD. Networth geht wieder nach oben, obwohl sie jetzt fast keine Outer Towers mehr haben. Und auch die XP ist bei über 10.000 vorne. Husker Level 16. Die Joy überrascht mich wirklich. Ich dachte wirklich, sie sind neben Necro und haben dann auch noch die Combo mit dem Husker-Ulti und dem Necro-Ulti. So, Mecha für Ugha ist da. Ja, Husker wird wahrscheinlich danach auf Hard gehen oder so. Oh, hier genug Gold, um einfach mal zu dewarden. Und finden hier allerdings den Silencer. Ups. Weil Oils ist halt einfach sehr, sehr stark. Und damit müssen sie jetzt weiter Pickoffs machen. 40 Sekunden tot. Auf geht's zum Pushen. Jetzt hier in der Mitte. Vielleicht sollten sie ja nach Top gehen. Skatefish sieht hier schon die Draw, die alleine dort oben ist. Mal schauen, ob Wobster diesen Teleport nutzt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Das ist doch eine einfache Kill. Ja, da kommt weg. Da kommt es. Aber kein Stun, von daher. Einfach. Oh, TP auf Cooldown. Oh, das ist bitter. Aber auch Joe haut halt einfach hier rein. Versucht noch einen Kill zu holen, aber gut gemacht von Wobbsy da wegzugehen. Und nicht one-on-one dagegen zu gehen. Schöner und wichtiger Kill, aber halt hauptsächlich, weil sie da das TP noch nicht auf Cooldown hatten. Sonst kriegen sie gar noch einen Husker. Auf dem Rücken dieses Gewinns können sie auf jeden Fall den Tower jetzt holen. Zip. Allerdings ist noch Backdoor Protection. Dauert noch ein bisschen, bis die Creeps kommen. Da sind sie. Zwei Sachen, Necros und die Wölfe. Aber schönes Mai, das erstmal. Das Problem ist, dafür stirbt jetzt der Silencer. Schöne Multicasts. Das Problem ist, dass Shakiro da eventuell von dem Silence down geht. Ja, TP doch jetzt zurück. Das Problem ist wahrscheinlich erst. Also, oh. Gott. Ja, TP zurück kann ich verstehen, aber es ist vollkommen der falsche Fehler. Hätten sie jetzt hier Rex bekommen, wenn er nicht zurücktippiert ist. Oh, das ist bitter, dass hier die Supports doch so scary sind. Also da hat Ronny wesentlich mehr Angst gehabt, als er hätte sein können. Silencer ist tot, hat zwar Silence, aber hat auch kein Agas, von daher. Es hat ihm da keinerlei Gefahr getroffen, besonders mit einem Dazzle und noch Grave. Also ich glaube, ja, es scheint tatsächlich hier gerade an Ronny zu liegen, dass sie hier keine Rex bekommen und eventuell sogar alle sterben. Keine Graves. Ja. Geben hier zwei Kills ab. Nur. Ja, hauptsächlich. Weil hier Ronny auf dem Jakir weggetippt ist. Bitter für SD. Und eine relativ große Schlappe. Sie haben auch extended, aber eigentlich nur wegen dem Jakir, der weggetippt ist. Ansonsten hätten sie den Tower schon gehabt. Dann kämen die TPs rein. Und das DP wäre halt einfach mit einem Icepath geregelt gewesen. Dann wäre das ein Feed gewesen und dann hätte das sogar GG sein können. Wenn ich jetzt mal den Best Case. Also der Best Case war tatsächlich, dass Ronny mit dem TP hier das Spiel hergegeben hat. Oder zumindest ein frühes GG verhindert hat. Aber wenn das halt nochmal passiert, kann es halt sein, dass SD hier ziemlich schnell auf Rex läuft. Lycan ist top of the net worth. Hat sich da wieder hochgefarmt und hat auch gefeedet. Hat da schön den Silencer geholt. Hatte ein, zwei Solo-Kills gehabt. Scarif Mage hat halt auch die Aegis, also weiterhin Trollen von den Valdis, die natürlich weiter vorne sind, aber halt hauptsächlich, ja, vielleicht sich hier ein bisschen überschätzen oder SD unterschätzen. Denn individuell sind SD trotzdem noch gut dabei, wenn sie halt gerade nicht solche Aktionen machen wie hier zu zweit irgendwie. Global Sign ist allerdings rausgeforst, das ist groß, da müssen sie jetzt hier fighten, allerdings sind der SD nicht da. Und TP, ja. Versuchen sie hier wegzukommen. Wahrscheinlich auch die bessere Möglichkeit. Yakiro kann sich hier nochmal. Ja, ich glaube, das sehen sie.
Sollte ich jetzt hier um die Ecke gehen und einfach rausziehen? Aber okay. Beschäftigt einfach nochmal die Leute ein bisschen mehr. Außerdem, okay, mit Oils kannst du natürlich auch einfach endlos weglaufen, von daher. In dem Falle, gut gemacht, Ronny, das habe ich nicht gesehen. Weiß, wie viel Speed er hat. Von daher kann er das machen. Versuchen hier zu traden. Wie sieht's mit den TPs aus? Ein TP. Kein TP auf Fusca. Wenn sie das sehen, könnten sie hier durchaus ein Go machen. Das Problem ist halt nur zu zweit. Necros werden hier einfach gegoat. Und da sind die Range Racks down, bevor irgendwas kommen kann. Allerdings auch die Melee Racks. Und es ist das typische Lycan-Ding. Lycan unterschätzt, Racks down. Well done, SD. Und richtig schöner Trade. Gut vorbereitet. Huska ist jetzt hier drin, allerdings. Makropaya ist hier nicht sinnvoll, das stimmt schon. Wir müssen jetzt hier kiten. Das Problem wäre jetzt mit 600 Leben. Und wie viel Armor ist das? 27 Magic Damage. Tatsächlich hätten sie jetzt einfach mit den... hätten sie einfach tatsächlich hier hingehen können. Oh, das ist ganz knapp gewesen. Ganz knapp. Ja. Was ich sagen wollte, Shadow Wave hat ihn komplett umgebracht. Shadow Wave. Und das scheint ihm nicht ganz bewusst zu sein, dass sie den Huska egal... Also, dass er den Huska halt einfach mit so einem... Was ist es halt jetzt? Knapp 800 Damage Nuke. Was mit 25% halt genau die 600 Damage ist, die der Huska noch hatte, wo er geturnt hatte. Hat einfach komplett umbringen können. Das ist halt einfach der Huska-Counter. Aber anscheinend, obwohl sie ihn als Lastes gepickt haben nach dem Huska, scheint SD das nicht so recht zu merken, dass sie halt einfach hier mit Treants oder einfach... Okay, sie kämpfen gegen Huska, Oils und einfach ran. Ran und tot. Das wäre halt so einfach. Draw wird hier gefunden, aber geht doch jetzt auf Blinkdagger. Oder hat einen Blinkdagger, was hier definitiv die richtige Entscheidung ist. Double Damage auf Lycan, hui. Schnell und stark. Aber jetzt alleine hier vorzugehen und zu feeden, ist vielleicht nicht die beste Idee, die SD schon mal hatte. Denn die Wardies sind da und defen. Das haben sie bisher gezeigt. Was halt SD auch gezeigt haben, ist, dass sie halt auch einfach mal alle zusammen rumlaufen mit dem Jakiro. Und einfach einen Pickoff holen und dann Rex holen. Aber mal schauen, ob das wie viele Minuten das noch dauert, bis sie das wieder bemerken. Und besonders jetzt hier, kommt hier rein, alle Minions sollten jetzt sofort auf Huska und dann stirbt Huska. Aber nein, weder die Supports sind da, noch irgendjemand ist da. Sie schicken halt einfach nur ihre Minions auf den Tower. Okay, die Tower sind aber tot. Aber es ist ja erstens viel Farm und zweitens, ja, keine Ahnung, hätten sie den, ich weiß es nicht. Die haben halt so einen Minion-Schmoo, den sie halt rumschicken können und Huska muss halt rankommen. Sondern einfach alle Minions auf Huska schicken und dann kommen zwei Heals und Huska ist tot. Das ist eigentlich halt nicht so schwer. Und das Port ist ein bisschen weit vorne, würde ich mal sagen. Ich glaube sogar, dass hier Blink auf der Draw das hätte besiegeln können. Lycan pusht natürlich wieder weiter. Und Olds, ja, schön gemacht. Und Forster 5 Sekunden, ah, das ist bitter. Ah, das ist bitter, ganz knapp in dem Forster. Jetzt wird der Go gemacht und Weave ist da. Ja, Weave ist nicht da. Warum tötet er denn nicht? Es ist Paul, hallo, hier, Weave. Krasse Scheiße, dass SD das doch so wegwerft. Das ist wie wenn du ein Black Hole hast, mit BKB und Blink und alle sind zusammen und du machst kein Black Hole. Oder, keine Ahnung, Tidehunter Ravage. Man drückt halt einfach kein R, obwohl alle 5 da sind und die Leute darauf warten. Krasse Missplays hier. Ich weiß nicht, woran Tim gerade denkt, aber dass er da einfach nicht sein Shadow Weave benutzt, ist halt schon krass. Besonders jetzt. Shadow Weave? Nein? Okay. Reaktionszeit von 5 Stunden. Und jetzt werden sie hier komplett rausgefeedet. Dominating Spree. Das ist kein Like in der gegnerischen Base, das sind Counter-Rex. Krasse Scheiße. Hätte ich nicht gedacht, dass SD es doch noch so hart throwen können, aber haben sie jetzt hiermit getan. Und das Spiel sollte verloren sein mit der Aktion. Was? Schönes Oils da oben drauf noch. Und jetzt wird der Go gemacht, aber... Was? Down. Mal schauen, ob sie das jetzt auf Basis von Huskas Tod und relativ low alle anderen holen können.
Also hier die Draw ist ja noch Low Godlike Spree, gehe ich dir tatsächlich für Akku auf dem Lycan drauf. Ui. Ist das ein AC? Das ist ein AC. Okay. All in von SD. Mal schauen, wie viel sie halt hier wirklich reißen können. Buyback-Status ist natürlich auf dem Huskar vorhanden. Und zwar um einiges an Gold. Von daher, Buyback-Status auf dem Scarif-Mage ist auch vorhanden. Mal schauen, ob sie hier dann baiten oder nicht. Ihr Drone Ranger ist hier oben und holt noch ein bisschen die Creeps ab, aber jetzt kommen alle da drauf. Mal schauen, wo ist Dazzle? Ich achte mal drauf, aber sie gehen zu viert rein. Vielleicht keine so gute Idee. Multicast ist da. Oh, schöner Global Silence. Also scheiß Global Silence, tatsächlich. Jetzt gehen sie raus. Und jetzt müssen es der turnen. Nein, nicht defieren. Was tut ihr denn da? Ihr habt doch das Spiel hier. Hallo? Ihr habt doch. Oh Gott. Global Silence ist draußen. Die haben doch nichts mehr. Oh, Panik von SD und einfach zurück. Klar, Roshan ist da. Können sie jetzt Roshan holen? Sie sollten es halt dringend jetzt schnell Roshan holen. Aber das Global Silence raus ist halt schon so ein richtig großer Teil. Besonders für den Dazzle, der jetzt einfach Go machen kann. Ja. Sicher ist jetzt gerade richtig, dass SD jetzt farmt. Oh Mann. Also entweder holt ihr jetzt Roshan oder ihr beendet das Spiel, indem ihr jetzt einfach Mitte geht. Während das Global Silence Ulti down ist. Hätte man machen können. Tun sie nicht. Gehen lieber mit Akul alleine rein. Anstatt einfach Roshan zu holen. Es ist so krass. Auch Ogre Magi. Noch kein Agas. Hat auf Mecha und Forster gegangen. Ein großer Fehler bei diesem riesigen Imba-Helden, der mit Agas unstoppbar ist. Aber trotzdem. Was ist hier? Lycan ist jetzt hier oben. Und sie geben jetzt hier Roshan ab. Seriously? Müssen einfach nur fighten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schon krass. Weil jetzt gehen jetzt hin und werden jetzt wahrscheinlich einfach am Thron pushen. Und SD steht einfach so mitten in der Wege rum und werden jetzt hier gepickoffed. Da wird ein Dazzle tot sein. Schön gemacht. Und das ist dann das GG. Und Joe geht jetzt vor. SD läuft halt von hier aus komplett den Weg zurück. Bom, bom, bom. Geht zurück. Werden natürlich gecleant, weil die Vydis halt eben Blinkdagger haben. So. Tja, und jetzt müssen sie halt gucken. Buyback von Dazzle ist nicht vorhanden. Klar. Erste Tower ist down. Die Minions sind da. Aber Dazzle ist halt der Hauptteil der Stärke. Akku geht jetzt hier rein, hat natürlich Buyback. Hat kein Buyback. Was auf Cooldown ist. Nein, hat einfach nur kein Buyback. Und damit ist es GG. Oh, wow, ist das ein Throw. Krasse Scheiße. Und das. Diese Aussage invalidiert das komplette. Invalidiert diese kompletten Menschen auf dieser Seite. Ja, Report auf alle. Krass, das auf. Na ja, gut, das Jandota League ist eine relativ Low Division. Da sind solche Bobs noch unterwegs. Oh Mann. Kann man die reporten? Nee, ich kann sie nicht reporten. Na gut. Ist auch nicht mein Place. Sind Arschlöcher, aber gut. Naja, das war das Spiel. Schönes Ding gegen Galactic War. Den Galactic Idioten. Jo. Ich hoffe, euch hat mein Flame von SD gefallen. Das Problem ist, ich kann es nicht verhindern. Von daher wird das weiterhin so kommen. Ansonsten, nächste Woche ist bestimmt ein bisschen was an Carsten angesagt. Ansonsten wird es halt ein bisschen weniger bis in 2 Wochen, dann habe ich vielleicht ein bisschen Zeit, suche mir Materialmens und dann gibt's wieder schön Dodo. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis dann, auf Wiedersehen.